Es kommt eine Zeit im Leben eines jeden Helden, in der er sich die Frage stellen muss. Wie weit ist er bereit zu gehen, um das Königreich, dem er dient, zu retten? Für den maskierten Ritter ist die Antwort einfach. Er wird tun, was notwendig ist. Gwyn, wie lange stehst du da schon? Lange genug. Arwen, du bist gekommen. Das Rittersignal ist kein Spielzeug, Dario. Also, worum geht's? Das ist die Geheimwaffe, die Novelmore vor den Raiders schützen soll. Hier ist er, der Luftaufwühler. Er lässt deinen Umhang wehen und macht dich angsteinflößend. Deshalb habe ich dich gerufen. Dario, es tut mir leid, aber ich glaube, dass ich dich gar nicht genug loben kann. Eine deiner besten Erfindungen. Sag mir, dass du noch was anderes hast. Es gibt hier etwas, das sich Dosenöffner nennt. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, was eine Dose ist. Wie wär's mit einem Dankeschön, Dario? Es gibt tatsächlich etwas, das wir gebrauchen könnten. Und du bist der Einzige, der es möglich machen kann. Und was? Die Invincibus. Ja. Nein. Ja. Die Invincibus ist die ultimative Waffe. Die Invincibus könnte uns alle vernichten. Aber denk kurz nach. Was, wenn nicht? Komm schon, das wäre so cool. Die Invincibus ist so mächtig, dass sie die 5 Königreiche komplett auslöschen könnte. Die Legende besagt, dass der die Rüstung trägt, von ihrem Drang zu zerstören übermannt wird. Also, ist das ein Nein? Meine Vorfahren haben sie nicht ohne Grund versteckt. Oh, du weißt nicht, wo sie ist? Nein! Ich meine ja. Ich meine keine Invincibus und damit basta. Gut, hättest du auch gleich sagen können. Kaboom! Du hast mich enttäuscht! Ich kann das erklären, Lord Byron! Sie haben uns aufgelauert! Wer hat euch aufgelauert? Der Prinz von Novelmore höchstpersönlich! Zusammen mit einem, der da Wand schießt, und einem Mädchen, einer furchterregenden, mutigen Kriegerin! Aber du kannst mir nicht sagen, wie sie heißt! Wette ich, dass sie furchterregend war? Genug! Mein Vater will von seinen Untertanen keine Entschuldigung! Er will Ergebnisse! Oh. Ist der kleine Brody eifersüchtig, weil sein Papa mich mehr mag? Du bist ein Schurke und ein Narr. Das ist mein Job. Ja, noch. Beschaff mir die Invincibus, Kaboom! Oder du wirst der sein, dem das Lachen auf dem Narrengrill fest vergeht. Oh, Lord Byron, großer und mächtiger Herrscher über Crimson Caldera. Ich befürchte, dass die 3 Verteidiger von Novelmore unbesiegbar sind. Du solltest mich schicken, Vater. Wenn ich so nachdenke, habe ich einen Plan. Wiedersehen! Die sind zu dritt. Ich bin alleine. Wie kann ich sie nur besiegen? Vielleicht muss ich sie gar nicht alle gleichzeitig überlisten. Spalten und besiegen. Das wird ein richtiger Spaß. Aber Vater, der maskierte Ritter ist ein Held. Er hat die Verteidigungspläne vor den Raiders gerettet. Die Prophezeiung der 5 Säulen verbietet uns den Kontakt zur Außenwelt. Der maskierte Ritter hat das Gesetz gebrochen. Gesegneten Tag, eure Hoheiten. Ich möchte nur kurz hier vorbei. Oh, langsam. Ich danke euch für eure Hilfsbereitschaft. Aber gerne. Arwen! Ist das eine Maske? Vater, ich kann das erklären. Was erklären? Dass sich mein Sohn mit einem gesuchten Kriminellen wie dem maskierten Ritter zusammentut? Nein, Vater. Ich bin der maskierte Ritter. Und jetzt wagst du es, mich anzulügen, um ihn zu schützen? Ritter, verhaftet Prinz Arwen! Aber ihr versteht schon, dass ich der maskierte Ritter bin? Was immer ihr sagt, eure Hoheit. Aber ich bin der maskierte Ritter! Wirklich! Halt! Wer da? Seid gegrüßt. Ich komme mit einer Botschaft für Ihre Majestät. Übermittelt sie mir. Auf Befehl von König John ist niemandem der Zutritt erlaubt. Eine solche Botschaft überbringt man am besten persönlich. Lucifex, Hyrelia! Jetzt werdet ihr erleben, wie Lucifex seinen Kopf benutzt. Ranggeschwindigkeit, mein Großer. Zu den Waffen! Zu den Waffen! Wer mag es? Feurig!
calderianischer Pfeffer, frisch abgebaut in den Höhlen von Crimson. Meine Freunde und ich sind dagegen immun, ihr allerdings weniger. Was ist mit euch? Brennt es zu sehr? Auf zum Thronsaal! Dario? Hallo, Gwyn! Arwen wurde verhaftet. Die Raiders sind ins Schloss eingedrungen. Wir müssen Arwen befreien und die Raiders aufhalten, bevor sie den König finden. Was? Funktioniert das Ding? Der Pedalcopter? Nicht so richtig. Oh, schnapp dir, was nützlich sein könnte und komm mit. Wie soll uns das dabei helfen, Arwen aus dem Kerker zu befreien? Du hast recht. Daneben der Dosenöffner. Lasst mich hier raus. Ich halte das nicht mehr aus. Wie heilend doch Musik für die Seele ist. Dario, Gwyn, wie schön, dass ihr mich besucht. Das ist kein Freundschaftsbesuch. Die Raiders sind hier. Wir müssen was tun. Die Heuschnupfensaison fängt jedes Jahr früher an. Das ist kein Heuschnupfen. Pfefferballons. Setz dich hier auf. Na, sieh mal an, was doch noch nützlich ist. Raiders, was hat dieser Frevel zu bedeuten? Die Prophezeiung verbietet, dass ihr dieses Königreich auch nur betretet. Bla bla bla, Prophezeiung. Höre ich mich wirklich so an? Wir sind wegen Novelmors Wunderwaffe hier, Hoheitchen. Der Invincibus. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon du redest. Und jetzt wünsche ich, dass ihr geht. Na schön, dann auf die harte Tour. Lassen wir es schneien. Ihr begleitet uns, eure Miesheit. Wir müssen diesen Pfefferstaub loswerden. Bin gleich wieder da. Vater, hört zu, ihr Schurken. Lasst den König gehen oder ihr fühlt unseren Zorn. Wie war das? Ich kann dich nicht hören. Lasst meinen Vater gehen. Zwing mich doch. Die mögen's feurig, dann kriegen sie's feurig. Heizt ihnen ein! Gute Nacht, ihr süßen Ritterchen. Ich bin Dario Da Vinci von den berühmt-berüchtigten Da Vincis. Und ich werde die Lage retten mit meiner genialen Erfindung. Die funktioniert. Hast du gehört, Gwyn? Hab ich, Dario. Der Pedalcopter funktioniert. Jetzt heizen wir den ein. Bleibt zurück, oder? Euer Hoheitchen wird leiden. Ich bin König John von Novelmore. Und so wirst du mich auch ansprechen. Ihr seht uns nicht zum letzten Mal. Oh, warum haben wir nicht auch sowas? Ihr alle habt heute großen Mut bewiesen, vor allem du, mein Sohn. Ich werde Gnade walten lassen. Wenn du mir verrätst, wer der maskierte Ritter ist. Das bin ich, Vater. Ich bin der maskierte Ritter. Weißt du was? Du musst es mir nicht sagen. Das Wichtigste ist, dass Novelmore wieder sicher ist. Und wir müssen uns um diese Eindringlinge keine Sorgen mehr machen. Nie wieder. Eure Majestät, ich glaube nicht, dass die... Wir alle müssen uns niemals wieder Sorgen um diese Eindringlinge machen.
Wir haben's geschafft. Wir haben die Raiders besiegt. Wir haben sie nicht besiegt. Na gut, wenn du darauf bestehst. Ich habe die Raiders besiegt, indem ich in letzter Sekunde aufgetaucht bin. Was Gwyn meint, ist, wir haben sie nicht besiegt, weil sie zurückkommen werden. Ich kann für mich selbst sprechen. Aber ja, das habe ich gemeint. Ich liebe meinen Vater, aber wenn er sich weigert, die Bedrohung zu erkennen, dann kann er nichts gegen sie unternehmen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir das übernehmen. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Für Nevermore!